Attentate vom Vorsprung haben wir noch. Okay. Das können wir noch machen, wenn wir das Creme kriegen. Hurensohn, ich bleib an dir dran. Teufel noch ein! Wo steckst du? Das ist nicht gut. Hä? Na schön. Komm raus, du mordlüsterner Bastard. Zeig dich, du Bastard. Hurensohn. Oh. Wo bist du? Verdammte Leiche. Was? Nein, das habe ich noch getroffen. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Er hat mich ja oben, glaube ich, auch beim Anschießen getroffen. Was geht? Muss jetzt wieder jeden töten hier. Hier ist Feuer. Bist du nicht. Niemand ist ein guter Kerl. Du da, recht stehen bleiben, da stehen. Wenn nicht. Oh, da müssen wir nochmal alles neu machen. Egal. La 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 la. Töte Nummer 1. Töte Nummer 2. Warte mal. Kann ich nicht Charakterpassung und Ausrüstung und Waffen und Gewehre? Ich kauf mal. Können wir eigentlich mal kaufen, ne? Langbüchse. Sollen wir die noch verbessern? 50% mehr Schaden. Machen wir. Da, 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 da. So. Wen fangen wir denn an? Ich treffe die denn? Den würde ich auch nicht treffen, aber ihn würde ich treffen. Gehst du hin? Noch an. Feiger Bastard, komm raus, stell dich! Fuck. Nicht von hier oben. Guck sie bitte an. Kugeln. Dass man die Ausrüstung so innen drin wechseln kann, bietet eigentlich ziemlich geile Möglichkeiten. Jetzt kannst du wieder die Ausrüstung nehmen. Ich sehe auch Waffen. Ich sehe den Einhänder. Den besten, den man hat. Den habe ich. Habe alles wieder dabei. Waffen etc.
nach unten gehen. Total einfach. Ich raub dich erst aus. Und dann töte ich dich. Und dann guck mir die Sequenz nochmal an. Ist ja kein Problem. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Ah, aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Berlin, Luxemburg. Oui, mach dir sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Okay. Wie gesagt, wer es jetzt beim letzten Folge nicht am Ende gesehen hat, sieht es jetzt am Anfang. Weil ich verkackt habe. Weil ich da oben verkackt habe, wo ich jetzt als erstes reingegangen bin. Na, könnte ich da eigentlich? Nee, kann ich nicht. Zack. Lass immer bitte durch, dankeschön. Und, ja gut, Mission nicht geschafft, aber dafür alles erreicht. Ja, 3-3, eine Ausrüstung. Ja, ein Attentat aus der Deckung, hallo. Das ist... Machen will ich es jetzt nicht. Fortsetzen. Oh, nächste Mission. Ich sehe es. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist da. Und die geht dahin. Hungerzeit. Das heißt, die ein, zwei Jahre sind jetzt ausgelaufen. Passt ja mit der Aussage von Elise. Und die sind jetzt dran. Uns darum zu kümmern. Mhm. So. Und alle, ja. Wo ist er denn nach da hinten? Was für ein jämmerlicher Haufen, Bastard. Warum bist du? Bastard! Tschüss. Ich wollte nur Zivilisten retten. Mehr nicht gar nicht vor. Naja, runter will ich. Zwei Punkte, wie viel haben wir jetzt bekommen? Vier haben wir insgesamt. Das heißt, wir könnten nochmal eine Fähigkeit eigentlich machen, damit Nahkampf. Stangenwaffen? Ne. Gnadenstoß. Bäm! Okay. Fernkampf. Schleichen. Ja, komm, wir nehmen das auf jeden Fall. Dann haben wir unsere grundlegende Schleichen fast schon fertig. Aber wir können noch was für zwei Punkte.
uns leisten. Geldbeutel. Auffüllpunkt. Was sind wir denn? Ach, das kostet 10. Ah. Ist mehr ein bisschen mehr Unfug time. Was brauchen? Sehen wir ja. Okay. Aber das ausschaut Spiele. Spiele. Die Hungerzeit. Die Hunger Times. Ein Jahr später, ein paar Monate.